So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist es Mittwoch, früh am Morgen. Ich habe gerade eben in Steam reingeschaut und habe zufällig gesehen, oh, es gibt eine neue Case, und zwar die Revolver Case. Und ja, es gibt einen Revolver, ihr habt richtig gesehen. Ich habe erst geguckt, ist es wieder irgendwie von einem anderen Spiel oder so, aber es gibt jetzt in CSGO einen Revolver. Und Roman hat es sogar mal gecallt und hat gesagt, oh, es wäre extrem geil, wenn wir so einen Revolver hätten in CSGO. Und ich habe die Idee eigentlich auch extrem gefeiert. Und das Ganze, also der Revolver hat 8 Schuss und den kann man anstelle von der Desert Eagle ausrüsten, und das habe ich damals auch gecallt, das wäre eine geile Idee, anstatt eben von der Desert Eagle einen Revolver reinmachen, der ein bisschen stärker ist, ein bisschen langsamer schießt. Pipapo, jetzt ist es da, richtig geile Aktion. Am Ende des Videos werden wir uns kurz mal den Revolver in-game anschauen, und jetzt schauen wir uns erstmal die ganze Kollektion an. Und zwar fangen wir an mit der SCAR 20 Outbreak. Ja, wie halt in jeder Case muss eine billige Autotacker drin sein. Ist jetzt ganz okay, der Skin, aber ist halt, ja, Autotacker. Hier gibt es die Sword of Yorick. Und ich weiß jetzt schon wieder, wenn ich die Kisten öffne, werden das die drei wahrscheinlich die Hauptskins sein. Beziehungsweise die zwei die Hauptskins sein, die man generell ziehen wird. Die P2000 Imperial kann man, glaube ich, feiern. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ingame aussieht, aber es sieht ganz okay aus. Aber es ist eben auch halt ein billig P2000 Skin. So, also gehen wir weiter. Die Desert Eagle Corinthian sieht auf den ersten Blick ziemlich nice aus. So diese bronzene Farbe oder was es ist mit den Verzierungen. Kann man auf jeden Fall mal spielen. Orc Ricochet finde ich jetzt persönlich nicht so toll, aber ich mag auch generell die Waffe auch überhaupt nicht. Deswegen weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so krass. Und hier ein Revolver Crimson Web. Hier sieht man schon die Preise, gut, die sind eh, werden natürlich immer noch steigen und sinken hier am Anfang. Aber Crimson Web ist auf jeden Fall so einer, der in Factory New halt echt wieder diesen Preis wahrscheinlich nicht unbedingt halten wird, aber eben auch schon immer extrem hoch sein wird. Star Trek 68 Euro. Ich denke mal, der wurde in Star Trek Factory New noch gar nicht gezogen. Gucken wir eben rein. Genau, ist Minimal Wear Preis. Sieht extrem nice aus, wäre natürlich krass, wenn man den mal direkt am Anfang ziehen kann. XM1014 Teclo Burner. Naja, Autoschrotze, die sieht aus wie die Tranquility auf dem ersten Blick. Die Tech9 Avalanche sieht auf dem ersten Blick richtig nice aus. So hellblau-weiß Verzierungen, die würde ich sogar echt spielen, die sieht richtig gut aus. SG553 Tiger Moth sieht cool aus. Jetzt nicht so krass besonders, ein bisschen weird irgendwie mit dem vorne, mit dem da hinten, aber auch eine Waffe, die ich im Regelfall eigentlich nie spiele, von daher egal. 5-7 Retribution, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, müsste man mal in-game anschauen, aber ja, bin gemischter Gefühle bei der, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann gehen wir mal weiter zur Negev, lila Negev, wieder Power Loader. Ja, sieht ganz okay aus, aber ist halt eine Negev. Deswegen PB Bison Fuel Road. Sieht nice aus mit der Flüssigkeit unten drin, mit dem Nuklearzeichen, aber sieht ein bisschen aus wie die, was es eben schon gibt, die Chemical irgendwas oder wie sie heißt. Von daher nicht so spannend. Der Executioner, wieder eine Autosniper. Pink. Naja, sieht nicht wirklich toll aus. P90 Shapewood ist eine interessante Idee mit dem Holz eben, also ein bearbeitetes Holz, aber reißt mich jetzt auch nicht wirklich von den Schuhen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon on top. Da haben wir die AK-47 Point Disarray, die müssten wir mal in-game, die gucken wir direkt mal in-game an, wie die aussieht. Ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hat was, aber reißt mich jetzt auch noch nicht so richtig vom Hocker. So, hier haben wir die M4A4 Royal Paladin. Auf jeden Fall geil, dass da wieder was gemacht wurde im Bereich M4A4, dass da mal ein gutes Skin kommt. Aber ich muss auch sagen, also wir gucken den jetzt gleich mal in-game an. Also, er hat was, aber er ist. Ich würde jetzt mal für meinen Geschmack sagen, weiß ich nicht. Ich bin echt gemischte Gefühle. Im Normalfall bin ich eigentlich extrem immer gehypt bei den neuen Kollektionen und finde eh erstmal alles geil, aber ich weiß es nicht. Ich muss mich vielleicht an die Optik gewöhnen.
Ich kann da echt nicht sagen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von den neuen Skins generell oder welches euer Lieblingsskin ist. Ich müsste mir die echt mal in-game angucken. Das auch hier muss man sagen, Minimal Wear, weil die Infactory auch noch nicht gezogen worden ist. Revolver Fate ist natürlich mega pervers. Da wird auch der Preis, ich bin mal gespannt, der wird richtig krank werden. Da ist noch gar nichts gefunden worden. Factory nur 358. Ich hoffe, dass sie das nicht verkacken und das Fade so rüberkommt wie bei der Mac 10. Das wäre richtig grausig. Also das Fade muss richtig geil rüberkommen. Deswegen, jetzt schauen wir uns den erstmal in-game an. In Factory New. Ja, okay. Sieht richtig pervers aus. Richtig geil. Also das ist. Wäre natürlich ein krasse. Ey, die gefällt mir richtig gut. Wird zu meiner Glock 18 Fade passen. Ich habe mir jetzt gerade noch 10 Kisten geholt für 8 Dollar, also für ca. $88 habe ich mir die geholt. Ist ja für die Uhrzeit relativ günstig. Aber merkt man ja, in den letzten Kisten war das ja auch mal so, dass die Preise immer schneller gesunken sind. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen reinlacken. In den letzten.